So, und jetzt machen wir auch gleich weiter. Jetzt gucken wir uns den Workshop von Irie Yasuhiro an, der bei einem der bekanntesten Studios in Japan beschäftigt ist, und zwar bei Sunrise. Bekannt ist er sicherlich bei den meisten von euch durch zum Beispiel Fullmetal Alchemist Brotherhood oder Rasse von... Und was haben wir noch? Er war auch noch an einem Gundam-Titel beteiligt. So, ich würde sagen, dann gehen wir jetzt mal ganz leise rein, ne? Und schauen uns einfach mal kurz an, was er so zu zeigen hat. Also, los geht's. Zum Beispiel, zum Beispiel, wenn man ein Gesicht von einem Charakter zeigen möchte, was fängt man da zum Beispiel an? Also eine Methode ist, mit einer runden Form anzufangen. Natürlich ist es schwierig, erstmal mit der Hand einen perfekten Kreis zu zeigen. Aber ist ein guter Start, weil es nicht oft vorkommt. Es kommt auf die Balance vom Charakter an, aber meistens kann man Kreuz in der Mitte reinzeichnen erstmal. Wenn man zum Beispiel mal das Bild oben anschaut, das ist recht häufig, dass die Augen ein bisschen unterhalb von der Mitte sind. Das ist eine Spezialität von den Animationscharakteren. Und bei echten Menschen ist es auch so, wenn man zum Beispiel nicht den Übersetzer anschaut. Also ich bin jetzt kein Animationscharakter, also ich auch so ein bisschen weiter oben. Aber es geht ja hier nicht die reale Version, sondern um die Animationen. Also ich habe hier einfach mal unterhalb von der Mittellinie die Augen eingezeichnet. Und wenn ihr euch das nochmal genau oben anschaut, direkt unterhalb von der Augenlinie kommt auch sofort die Nase. Bei echten Menschen ist es noch viel weiter unten. Aber beim Anime-Charakter ist es eben direkt unterhalb der Augenlinie. Als nächstes der Mund, der ist eigentlich ziemlich genau in der Mitte zwischen der Nase und dem Kinn. Es kommt immer ganz auf die Figur drauf an, für den Charakter. Kann auch ein bisschen weiter oben oder ein bisschen weiter unten sein. Und am Anfang haben wir mit dem Figur gestartet, mit dem Kreis gestartet, aber jetzt schneide ich einfach rechts und links mal ein kleines Stück noch ab. Und wenn ich jetzt zu viel abschneide an der Seite, dann ist das Kinn zu groß in dem Verhältnis. Deswegen, um die Balance wieder herzustellen, passe ich das ein bisschen an. Also damit wäre schon mal fertig, einfach mit der Grundfigur im Gesicht. Als nächstes kommt der Hals und die Schultern. Bei normalen Menschen ist eher der Hals etwas dünn. Und ja, hier ziehe ich mal die Schultern. Und die Schulterbreite,
Die sollte so ungefähr stimmen, also etwa wie der Gang ist ganz im Gesicht. Und wenn man sich dann mal entschieden hat für die Breite, dann zeige ich einfach mal nach unten runter. Mit dem hätten wir jetzt mal so die Grundstruktur für den Charakter. Und jetzt geht es um die Details erstmal, die Feinheiten, wie zum Beispiel die Ohren. Und die Ohren, die sind zwar auf der Höhe von den Augen. Und im Vergleich zur Größe vom gesamten Gesicht ist bei Anime-Charakteren eigentlich, sind die Haare immer, nehmen die einen sehr großen Platz ein. Und um die Balance wieder zu halten, zeige ich jetzt vorne die Haare ins Gesicht hineinhängen. Also das sind zuerst mal so Hilfslinien, um erstmal die Balance und die Gesamtstruktur für den Gesicht zu machen. Und jetzt kommen eigentlich so die Charakterzüge noch dazu. Und bei vielen Anime-Charakteren sind die Augen eigentlich erstmal relativ klein. Es gibt noch Anime-Charakter, wo die Augen noch kleiner sind als sie, aber er wird das erstmal gerne zeichnen mit relativ großen Augen. Jetzt habe ich die Augen mal ein bisschen größer gemacht. Jetzt, also die Augenbrauen, dann gibt es auch dünnere und dickere. Ja, das mal dünnere Länge sein, aber es gibt auch ganz gut. Jetzt hier bei den Schultern, da kann man auch mal schauen, aber im Verhältnis sind die also relativ nah zusammen im Vergleich zum Menschen. Jetzt kann man natürlich hier unendlich noch weitermachen, aber das dauert dann relativ lange. Aber jetzt für die grobe Struktur hört man erstmal hier auf. Jetzt mit dem roten Stift erstmal die grobe Struktur zeichnen, mit dem schwarzen Stift zeichnen wir jetzt weiter. ちょっと斜めから見て心配なので正面から見直してみます。Mir macht es ein bisschen Sorgen, weil der von Seite jetzt sieht. Jetzt fangen wir lieber, macht es jetzt von direkt vorne. ja, weil sonst. Jetzt ist erstmal nur die Hochstruktur, das heißt, jetzt muss er erstmal. Er verbessert jetzt die Struktur und wird dabei gezeichnet. Also weiter geht's mit den Augen. Man kann entweder erstmal ein Auge machen oder das andere, aber jetzt macht es ja eigentlich parallel immer. Also er ist durch das Kreuz hat jetzt mal so ein
so ein Grid, also so ein Strichmuster, wo ich daran orientieren kann. ただアニメーションで使われる、ペーパー、紙は、グリッドが引かれていないので、必要な場合は自分で色鉛筆などでグリッドを書く場合もあります。Also auf den normalen Papieren haben wir jetzt hier keine, wie heißt das, so ein, ja, ich war schon in der Schule, das ist so ein Rastergrabber, ja, genau. aber gut, da gibt es die Möglichkeit, man kann die ein bisschen mit runterlegen oder so, aber, ja. Tada. 達者な、達者、上手い人になるとグリッドがなくても目分量でバランスを取ることが可能です。Aber die richtig guten Leute brauchen also kein Raster, sondern die können es einfach so mit dem Auge abschätzen. 正面の場合はどうしても左右対称になった方がいいので、特に、その左右での崩れっていうのを避けた方がいい場合が多いです。左右の崩れを、正面側の場合は左右の崩れを、避けた方がいい。Also es ist besser einfach von vorne das zu machen, damit man jetzt keine Verzeichnung hat, keinen Fehler hat. Also man kann es auch rundherum zeichnen, oder von außen nach innen, aber er macht es jetzt erstmal von innen dann aus raus.Also hier hat er ein bisschen zu wenig gemacht, hier war der Abstand ein bisschen zu gering, deswegen zeichnen wir jetzt mit schwarzer Schrift dann ein bisschen nach außen und korrigieren das wieder. Es kommt natürlich darauf an, wenn der Charakter richtig gebacken hat, da kann man hier ein bisschen rauszeichnen, aber der recht schmal ist, dann eher ein bisschen weiter nehmen.今回は大体このくらい膨らんだキャラクターとして描くつもりで進めていました。いや、そして、今回、たくさんだから、ですが、ちょっと上げばれる姿勢で、いや、ですが、描くまでしょ。顔のパーツが大まかに、大体できました。そう、全部、まあ、タイルの姿勢、全部、フェア。ここまでできたら、あとはもう髪の毛を描く。だけなので、その辺はもうキャラクターの設定に合わせてどんどん描いていきます。Und als nächstes braucht man bloß noch mal die Haare oben zeichnen und dann wäre es eigentlich schon. ちなみにあのキャラクターを描こうとしているわけではないので、似てないとか言わないでください。Übrigens, den Oben habe ich selber nicht gezeichnet, deswegen nicht aufregen, dass es irgendwie nicht ähnlich ausschaut, dass es selber ähnlich ist. 途中までは似せようと思ってました。Er wollte nur, Hier mal das wird gleich zeigen. Die nächste Neigung. Mimi und Lachen und Kini Kakimashita, da Kamioke der Kakire des Imanode, Kokai, Fesho Sinai der Kakis des Iman. Jetzt hat sich herausgestellt, dass es doch die Haare jetzt besser ist, vielleicht die Ohren gleich zu verstecken und macht er jetzt auch gleich.型があるので、あとは袖などを、シンプルに描いていけば、大体の完成に、近づいていきます。Jetzt habe ich Schultern auch gezeigt, dann jetzt skizziere einfach nur kurz mal noch die Ärmel und die Arme. 普段あまり、目の大きいキャラクターを描くことはないんですけれども、今回試しに描いてみました。Normalerweise zeichnet er nichts im Charakter mit so großen Augen, aber.Also, wir werden es mal ausprobieren, was wir gemacht haben. Ah, ist besser, wenn du oben bleibst, bis du es noch wegschneidest. Normalerweise kann man es mit Radiergummi wegradieren, aber das geht halt natürlich nicht. Aber es ist eigentlich eine Ausrede, weil er hat es. Gibt das selber zu, dass es eigentlich nicht so ist.ひとまず、目の大きなキャラクターは、こんなふうに描くことが、多いです。
Also, das ist so ein typisches Beispiel, das es oft gibt. So, als nächstes kein Charakter mit großen Augen, sondern hier so einen schrecklichen Charakter. Das habe ich gerade vorher im Hotelzimmer schon einmal entworfen. Und vorher habe ich ja rund angefangen und diesmal fange ich mal eckig an. Also runde Form nimmt man meistens für Kinder oder für Mädchen oder für nette Charaktere. Aber jetzt habe ich mit eckigen Formen angefangen, sehr kantig, männlich oder ja, hier so ein. Also es gibt diese zwei Formen, einmal rund oder einmal eckig, und dann muss ich am Anfang eben entscheiden, welchen Charakter. Deswegen fangen wir mal mit dem Ecken, mit den eckigen als zweites Beispiel. Also ich habe jetzt schon mit dem roten Stift die Grundstruktur vorgezeichnet und wir können die gleich dann in Schwarz weitermachen. Es gibt beim, wenn man Anime macht, gibt es immer so einen Entwurf, den Charakterdesigner eben schon entworfen hat, dass die Grundform vorgibt. Und basierend auf diesem Grundcharakter wird alles gezeichnet. Und ich habe mir im Internet mal ein paar Sachen herausgesucht. Er verrät es mal nicht, von welchem Anime das ist, aber wenn es jemand erkennen sollte, soll es bitte melden, es würde mich sehr freuen. Okay, also los geht's. Also es ist nicht egal, wo man anfängt. Jetzt zum Beispiel ist mal bei den Augen. Jetzt bei diesem bösen Charakter, jetzt machen wir hier mal eine große Nase und rechteckige Formen. Also jetzt hier ist es auch wieder in der Mitte sind die Augen, aber er ist ja länger und ein bisschen das Kinn ein bisschen größer und weiter nach. Also übrigens bei dieser Produktion war er nicht beteiligt, aber wenn er beteiligt werden sollte, würde er sich sehr freuen und dann würde er sich auch voll reinhängen. Also hier gibt es sehr viele gerade Linien. Das ist eine Besonderheit noch von dem Charakter. Wenn man also sehr viel mit eckigen Formen und mit geraden Linien arbeitet, dann kommt meistens ein eher böser oder kantiger Charakter raus.
Aus dem Anime Bleach. Gleichwertig, okay. Was? Ah, das ist so. Ja, kann das nicht mit den Haaren zusammenkommen. Also in der Animation kann man es eigentlich noch anders zeichnen, aber jetzt für den Fall. Also eigentlich ist der Blick noch ein bisschen böse. Zum Beispiel verliert man ein bisschen was raus. So machen wir ein bisschen feiner, aber einige sind jetzt mal fertig. Gut, danke schön. So, bisher haben wir immer uns aufs Gesicht konzentriert. Als nächstes. Als nächstes kommt eine Pose in Action. Zum Beispiel, wenn jetzt der Charakter gerade irgendwie für die Kamera reinboxt oder so, wo die Hand recht groß drauf ist, das kommt relativ oft vor und das zeigt er erstmal. Ah, okay, ja, das ist die Faust, die vorher gesehen. Und von der Perspektive her zeigen wir das Gesicht erst einmal ein bisschen kleiner. Unten das Gesicht, oben die Faust. Also von der groben Struktur sind wir da jetzt erstmal fertig. Warum sind wir hier schon fertig? Das ist ein ganz einfacher Grund, weil alle anderen Sachen außer der Faust im Gesicht, da ist die Position egal. Das heißt, nur die zwei Sachen sind erstmal fest und das kann man später noch immer noch ändern. Probiert es mal aus, wie diese Pose. Was geht die eigene Schulter, geht dabei auch hoch. Okay, das passt schon wieder. Also nachdem jetzt hier die rechte Faust, die linke Faust oben ist, geht auch die linke Schulter hier hoch. Also von daher, wenn man die Schulter gezeigt hat, dann ist auch ganz klar, wo der Ellenbogen hochgeht zur Faust. Deswegen kann man jetzt hier den ganzen Arm drunter zeigen bis zur Schulter. Jetzt mit der rechten Faust, die wollen wir zu neben der Schulter haben. Wir sind zeigen, dass wir relativ klein unten noch neben die rechte Schulter, die niedriger nach unten geht. Also wir haben hier die Schulter und daneben die Faust,
von daher ist auch die Position vom Ellenbogen definiert. Jetzt gibt es noch die Möglichkeit, dass der Ellenbogen entweder nach oben oder nach unten geht. Das kommt ganz darauf an, was Meister, welche Pose man zeigen möchte. Und jetzt wollen wir mal einfach eine Pose zeigen, wo der Ellenbogen horizontal geht. Und dadurch ergibt sich ein Winkel, wo man also den Ellenbogen eigentlich so gut wie nicht sieht. では、オンからポーズができたので、各部位を描いていきます。So, jetzt haben wir nicht so weit alles fertig. Jetzt kann man mal bei der Faust weiter zeigen. 四角いのを分割していくんですが、1、2、3、4、そして親指5本入ります。指が5本入ります。Also jetzt teilen wir das Quadrat einmal auf in die vier Finger und unten noch den Daumen.たまにアニメーターは親指があってこっちにも5本あって指を6本描いてしまう間違いを犯すことがまれにあります。Es kommt relativ oft vor, dass der Animateur erstmal 5 Finger zeichnet und dann auffällt, und darum braucht man auch noch unter Meter, wenn 6, das gibt einen Fehler. Aber, ja. その場合は、いろんな人に謝ってできた英語を直すことになります。Wenn das passiert, dann muss ich mir ganz vielen Leuten entschuldigen und wieder alles reparieren.指が6本のキャラクターということであれば直さなくてもいいんですけれども。Außer natürlich, wenn der Charakter wirklich 6 Finger hat. はい、この中に手ができまして、ついでにこっちの手はそうですね、親指はこういうふうに書いて、1、2、3、4、はい、5本指がある感じにします。そこに手を運んだけで、そこに直す。やはり、ガンスブローして、フィンガー、フェティ。はい、この辺もできたんですけども、顔がお留守になっていました。顔も描かないといけません。So, jetzt hat man eigentlich die Hände mal fertig, als nächstes müssen wir das Gesicht zeichnen. この辺は、バランスに沿って、どんどん先ほどの目の大きいキャラクターと同じような工程になりますね。Jetzt, wie vorher bei dem Charakter mit den großen Augen, die wir erst gezeichnet haben, hat man ähnlich die Struktur, bereitsam die Augen unterhalb von der Mittellinie.顔があって肩があるので、首の位置もまあ多分この辺になるんでしょう。Also wir sehen, wir haben die Schultern, also müsste ungefähr der Hals hier unten sein. はい、これで、大まかなポーズの三角ができましたので、そうですね。この辺りのラフができ、この辺りのラフができたところから、また先ほどと同じように。So, jetzt haben wir mal die grobe Struktur erstmal vorgezeichnet und jetzt wie beim nächsten Mal.Können wir dann in schwarz die echten Linien einzeichnen? ラブの時の線というのはあくまで当たりなので、必ずしもそれをきれいに修正する必要はありません。Also wenn man beim ersten Mal schon relativ gut das getroffen hat, dann braucht man eigentlich nicht mehr so viel korrigieren, sondern man muss die Linie nachzeichnen. 修正を引きながらバランスを見て書いていくことが大事です。Und wichtig ist einfach, jetzt beim Zeichnen, zu schauen, dass die Balance vom Gesicht gut getroffen wird.久しぶりに描くキャラクターなので、パーツなどをちょっとよく覚えていないんですが、頑張って描きます。Also diesen Charakter habe ich schon seit langer Zeit nicht mehr gezeichnet und deswegen erinnert er sich jetzt nicht mehr genau an die Einzelteile, aber er gibt sich große Mühe, dass er ihn kriegt. 難しいのは肩だと思います。何が肩。Also ist das Schwierige sind die Schultern.Da ist oft, dass die Schultern hier am Hals ansetzen und ein bisschen nach oben gehen. Kata の位置がかっこよく決まると決まる。
絵がやはり多いです。 Also es ist richtig, die Position von den Schultern mehr gut zu dürfen.この絵の中で重要な要素である大きな拳を左手で描いてしまい、左手に描いてしてしまいました。Und jetzt habe ich jetzt hier die große Faust auf der linken Hand gezeichnet. 右利きの方ならば自分の左手を見ながら描けるんですが、Aber die Leute, die Rechtshänder sind, können ihre linke Hand anschauen, wenn sie es zeichnen. 私は左利きなので自分の左手を見ながら描くことができない。Aber er kann natürlich nicht seine linke Hand anschauen, während er auch mit der linken Hand zeichnet. ですので。手がおかしく、おかしくてもしょうがないと思ってもらえれば嬉しいです。Deswegen ist die Hand vielleicht ein bisschen komisch geworden, aber das geht auch nicht anders. Also, er versucht es da irgendwie rauszureden, habe ich das Gefühl. ただ、右利きの作画のチーフの人は多いので、大抵手がかけてないって言われることはあると思います。Jedenfalls ist eben.Der Fall, dass wirklich selten ist, dass man mit der linken Hand zuschlägt. Also für ihn ist es eigentlich gut, weil er die rechte Hand anschauen kann, während er mit der linken zeigt. Die linke Faust ist sehr eben ganz was Besonderes. Das hat er irgendwie auch nicht richtig gezeigt, es gibt dazu. Aber es geht ja in die obere, nicht in die untere.このようにキャラクターをの手を描いてみ、ました。そうです、前のこちらの左腕も描いてみようかと思います。いや、これはこのエドワード・デルリックはこっちの手は義手でしたね。そのことを忘れていて、親指に爪を描いてしまいました。Ah, und deshalb vergessen und hat einen Fingernagel, was ich ihn gezeichnet habe, den gibt es nämlich nicht, weil es kein Metall ist. 塗りつぶして描きました。Ah, jetzt ist es verschickt, das ist ein bisschen. はい、まだ髪の毛を描いてませんでした。Ja, die Haare habe ich auch nicht gezeichnet. 髪の毛はとてもシンプルな髪型なので、そんなに迷うことなんです。Das ist ja eine ganz einfache Frisur, da kann man nicht viel falsch machen. このキャラクターを使って影をつけてみたいと思います。
So, bei diesem Charakter wollen wir jetzt auch einen Schatten zeigen. Das ist nicht wichtig, weil der Schatten kommt eigentlich viel vor in Animes. Also es ist besonders gut, beim Zeigefinger hier unten den Schatten zu zeichnen. Das kommt nicht gut. Normalerweise macht man das natürlich viel sauberer, aber jetzt haben wir nicht zu viel Zeit und nochmal ganz glatt drüber. Oft kommt es vor, dass die Schatten auf den Haaren auf die Haut fällt. Und natürlich auch die Schatten von den Haaren auf die Haare selbst. Jetzt macht es einfach mal die blauen Farbe, aber normalerweise macht man es dann mit den echten Farben natürlich gleich den Schatten. Damit werden wir fertig. もう少し分解して解説したいと思います。そうですね、ほんまに分かります。